Willkommen zurück zu Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Wir haben beim letzten Mal nicht wirklich viel erreicht, außer halt viel gestorben. Wir sind hier irgendwo angekommen, hier würde ich gerne immer noch gerne, ja. Die Fackeln, die Dinger hier entzünden. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt, aber ich möchte das dennoch tun. Dann mal schauen, ob das dann wirklich sinnvoll ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, dann gucken wir mal hinter der Tür. Wir wissen schon, hinter der anderen Tür geht es irgendwie runter, wenn wir unbedingt wollen. Entzünde dich! Leicht entzündlich hier. Mhm. Die nächste bitte. Ja, nicht so. So, schon besser. Ich lasse die einfach nur noch explodieren, weil es geht schneller. Aber so ein bisschen entzünden und dann, ne? Gib ihm. So viel Feuer. Ich mag das, wie es brennt. Haben wir auch schon wieder so eine? Ich habe ihn noch gesehen. Habe ich nicht? Habe ich nicht gesehen? Ich hätte da so diesen dunklen Nebel. Ach, sowas habe ich gesehen. Okay. Sag mir doch, dass ich sowas gesehen habe. Irgendwas musste ich ja gesehen haben. Wahrscheinlich dann jetzt, wenn ich jedes Mal hier runter gehe, kommt da halt alles aus diesen Türen hier raus. Nur um mich zu attackieren. Okay, war ein Stückchen zu nah dran. Wahrscheinlich ist es gar nicht mal so schlau, wenn ich hier alles öffne. Aber naja, man weiß ja nie. Lieber mal gucken, als hinterher was zu verpassen. So, dann gehen wir jetzt hier offiziell runter. Muss auch mal bald wieder Lebenssteine kaufen. Generell, wir haben viel zu viel Seelen eigentlich. Theoretisch müsste ich jetzt gleich sofort, oder halt zumindest am nächsten Leuchtfeuer, das dann irgendwie alles ausgeben. Mal schauen. Oh. Ich sehe schon hinter der Tür durch Grafikbug viel, viel Feuer. Viel Feuer, hey. Oh, fuck. Jede Menge von den Explosionsviechern. Ich bin weg. So, einen haben wir schon mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Was dürfen wir jetzt hier machen? Da ist doch hier wieder so ein Keil, oder? Glühender Eisenzepter. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Okay. Irgendwas krummelt da, das gefällt mir nicht. Ah, jedenfalls, ne? Es ist ein Schlüsselobjekt. Ach so. Sowas krummelt. Sag das doch, dass sowas krummelt. Das doch. Okay, können wir einen Fahrstuhl betätigen? Für Gedöns. Kaufen Sie jetzt auch Gedöns? Ach da! Ich dachte, da kommt von unten einer. Und so geht's natürlich auch. Na komm. Ja. Genau. Immer wenn sie angelaufen kommen, dann wollen sie dann halt explodieren. Soll mir recht sein.
So, und nun? Ah, da, okay. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der ganzen Geschichte hier. Ah, ganz mieses. Hier jetzt wieder runter? Da bin ich doch nur wieder auf den Kisten, hä? Das ist hier, wo wir schon erkannt haben, hier kommen wir irgendwann wieder raus und rein. Ach, haben wir jetzt dadurch, dass wir das Eisenzepter jetzt da rausgenommen haben, irgendwas freigeschaltet? Irgendwas möglich gemacht? Soll das so sein? Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Haben wir damit... das könnte sein. Wir hatten noch diese Maschinerie da im Zentrum. Und damit können wir jetzt vielleicht was machen. Aber erstmal, ne, Leuchtfeuer und dann nicht mehr weg. Erstmal die Seelen ausgeben. Reisen, Majula, ja. Okay. Alles wird gut, haben sie gesagt. Alles wird gut. Ob es stimmt, ist so eine andere Geschichte, aber haben sie gesagt. Haben sie. Nein, zu dir wollte ich jetzt nicht zuerst, sondern erst zu ihr. Hallo? Ja, ja, Six Six Liz am Arsch. Ein Skillpunkt würde ich gerne vergeben. In. Machen wir ruhig TP. Sind zwar nur 20 Lebenspunkte, aber immerhin 20 Lebenspunkte haben oder nicht haben. So, den Rest würde ich gerne erstmal in Lebenssteine ausgeben. Naja. Ja. Gegenstand kaufen. Hier. Zack. Alles meins. Haben wir wieder ein paar. Hast du eigentlich noch was zu sagen? Habe ich schon getan. Jede Menge. Sei doch froh. So. So, wir wollen reisen. Nach dahin. Nach, dahin. Foyer. Es gibt tatsächlich nur drei Leuchtfoyer, ne? Also nur, in Anführungszeichen. So, bin ich mal gespannt. Genau. Ach, wir müssen das jetzt hier einsetzen, ja? Und wofür ist diese Tür? Immer noch verschlossen. Hier müssen wir das jetzt einsetzen. Und das setzt jetzt die Aufzüge hier in Bewegung damit. Wow. Da kommt ein Aufzug. Oh. Das ist mehr als ein Aufzug. Okay. Und da soll ich jetzt in die Tiefe runter, ja? Habe ich schon gesagt, dass ich ein ganz mieses Gefühl bei der ganzen Sache habe? Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Und das sage ich nicht, weil ich ein ganz mieses Gefühl habe, sondern weil das wahrscheinlich tatsächlich so ist. Eine Tür. Verschlossen. Tür war fest verschlossen. Na, jetzt noch weiter runter. Aber wir können da auch noch lang. Oh Gott, und das geht noch so tief. So tief. In die tiefen Tiefen der tiefsten Tiefen. Ach, kommen wir dann jetzt hier raus, wo wir... Oh. Wow, das war doof. Das war immer noch so verdammt doof. Mensch, Mammut, lern's doch mal. Nicht Feuer auf Schwarzfässer, Pulver, Gedönsdinger. Es wäre vom Vorteil, wenn ich das nicht tun würde. Wenn das wirklich mehr nicht wäre. Ist das hier das, was ich von der Kette aus gesehen habe? Ja. Ja, kommt einfach mal so ein Ding aus der Asche. Leck mich fett. Alter, tritt mich nicht, ja? Ich tritt zurück. Bringt zwar bei deiner Körpergröße nichts.
Aber ich tue es. Ich schwöre. Na shit. Voll Schlag abgekriegt. Daneben. Alter. So. Jetzt haben wir doch wieder ein paar Steinchen. Dann kann ich die doch auch inflationär mal wieder nutzen. Oh nein, da kommt ja noch einer. Mal gut, dass ich nicht beide gepult habe. Im Ernst. Boah, der hat aber auch schon eine riesen Metallkeule da. Das ist ja schon ein ganz anderes Werkzeug als das übliche. Aua! Oh, der hat einen Zweierschlag, du. Ist ja gefährlich, ist das gefährlich. Oh Gott, trinken. Wow. Aber auf so einem größeren Areal mit dem Ding zu kämpfen ist schon wesentlich angenehmer als so manch anderes. Oh nein. Fuck. Ich bin weg. Leck mich, Leute, ich bin weg. Oh Gott, er kommt hier rein. Nur bis zu einem gewissen Punkt, okay. Nein. Ich weiß nicht, ob ich dich vergiften kann. Aber ich probiere es sehr gerne. Aber ich befürchte ja fast nicht. Nutze ich überhaupt die richtigen Pfeile? Ja. Ich kann ihn vergiften, auch schön. We're going to be doomed, I tell you, doomed. Ha ha! Wie doof. Alter, komm mal nicht so nah ran hier, ja? Schisch, mach dich platt. So. Das war der Dicke. Ey, Dicke. Aber sowas kriege ich ja auch immer, ne? Hasskrampe, wenn mich jemand so anspricht. Ja, fall runter. Do it. Oh, schade. Ich hätte dich gern fliegen sehen. Wirklich? Ich sehe gerne Metall fliegen. Dass er das alles immer noch irgendwie mit seinem Schild blockt. Halte ich immer noch für sehr, sehr unrealistisch teilweise. Daneben! Ich weiß, das wusstest du. So, ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wie komme ich an das komische Ding da ganz, ganz oben. Wahrscheinlich über die andere Tür, die vielleicht verschlossen ist. Man weiß es nicht genau. Ein Menschenbild, das ist schön. Oder so ein paar mehr. Nicht auf die Zahl geachtet. Was haben wir hier? Hier. Ein Schlüssel. Das heißt, wir müssen hier sogar hin. Hier nochmal kurz in die Aschefiguren gucken, ob hier irgendwie was drin ist. Da ist ja manchmal was drin. Da, siehst du? Aha, große Seele. Aha, aha. Okay. Das ist ja schon mal schön. Jetzt halt nur mal gucken, ob das jetzt hier für diese Tür ist. Sonst halt bei Gelegenheit gucken, ob es für die Tür da oben ist. Ich meine, wir könnten auch noch weiter runter. Die Frage ist halt nur, ob wir es müssen. Turmschluss, okay. Ist für diese Tür. Und weiß ich Bescheid. Hallo. Ach, hier kommen wir auch eine Ebene tiefer.
Aber keine, von der wir irgendwo anders hinkommen. Nur doch. Na, so. Da hinten sehe ich schon wieder einen mit seiner Glimmzunge da rumdoktern. Mit seinem Leuchtestab. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Wobei, das Geräusch. Eisenkorridor. Ein Leuchtfeuer. Das ist schon mal sehr schön. Gehen wir einen Weg ohne Wiederkehr. Das hier sieht ja irgendwie schon fast so aus wie einer der Nebenräume vor der Tür zu diesem Gebiet. Was hat es damit auf sich? Ich weiß es nicht. Ein Hebel. Mich würde nicht wundern, wenn dieser Hebel jetzt hier alle Türen öffnet. Wenn ich dann die Kacke ein bisschen am Dampfen habe, was auch immer das Ding da ist. Sieht aus wie irgendein feuerspuckendes Etwas. Steht denn hier irgendwas von wegen nicht drücken? Versucht Hebel und dann Durchbruch, wenn benötigt. Aha. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Hier ist auch wieder ein Weg ohne Wiederkehr. Oh fuck. Warum muss ich unbedingt hier lang gehen? So, einer weg. Lass es mal, Kollege, ja? Lass das mal. Ist nicht nett. Im Ernst, ist nicht nett. Und ich würde ja dennoch irgendwie gerne wissen, wo geht's denn da sonst noch irgendwo hin? In diesen großen Aufzugskorridor, weißt du? So, das war das. Dann muss ich hier weg. Weg! Lauf! Oh Gott. Was war denn das jetzt? Bist du Odin oder was? Was machst du mit deinen Donnern da? Alter! Ich komme gar nicht mehr zum Blocken. Oh Gott, gleich kein Estos mehr. Nix da, Kollege. Nix da. Schnauze voll von dir. Kommt von denen jetzt 50.000 Stück, ja? Hallo? Willst du nicht mal runterkommen? Wäre voll mega stark. Hätte mich freuen, tut und tun. Okay, willst du nicht. Es ist vergiftet. Immer dieser Flächenbereich von dem Scheißding, ne? Okay. Oh, das war's. Gut. Soweit, so furchtbar. Schade, Sturzangriff ging nicht. Nicht auf den kleinen Vorsprung hier. Super. Au! Hat der einen Bogen? Hat er immer einen Bogen gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ach, da steht ja natürlich auch einer. Die klassische Um-Ecke-Taktik hier. Um den Spieler zu ärgern. So, warte. Zack. Aber bitte pullen. Da oben steht hier schon so wieder so ein Mannequin. Das freut mich ja nicht so. Was soll man machen? Ist halt so. Okay.
Mal sehen, ob ich den von hier aus kriege. Oh oh, voller Blitzspeer. So, er ist auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen. Stirb, du elendiger Dreckspenner! Stirb! Okay, er will nicht sterben. So. Aber wie komme ich zu dem jetzt hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Na! Okay, gut. Dann denke ich mal, es ist ein geeigneter Zeitpunkt, um mal wieder eine Aufnahmepause zu machen, damit wir nächste Woche hier ordentlich weitermachen können. Ich habe irgendwie so das Gefühl, als würden wir stückchenweise vorankommen, aber irgendwie halt auch gar nicht. Naja, shit happens. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.